Was wohl Gila und Diesel wieder aushecken? Sicher wieder eins von diesen schmutzigen Geschäften für Karst. Ja. Aber was ist es diesmal? Was Lupin nicht herausfinden kann, wird der weltberühmte Musikkritiker Alfred de Valois herausfinden. Hab ich notiert. Fabelhaft. Mr. Karst, Joe Gila ist hier. Schicken Sie ihn herein. Warte hier auf mich, ich bin gleich wieder da. Schon die Schlagzeile von heute Morgen gelesen? Polizei vermutet Geldfälscherbande in Marseille. Und darunter ein Foto von Inspektor Ganimard. Ich finde, die Polizei steckt ihre Nase ein bisschen zu tief in unsere Angelegenheit. Das mag ich nicht. Vielleicht einen Kaffee? Nein, danke. Wann soll denn geliefert werden? In 2 Tagen sind die Blüten gedruckt. Dann wird unser Mann aus Marseille sie abholen. Gut. Das soll die letzte Lieferung sein. Und dann wirst du dafür sorgen, dass sich unser Mann aus Marseille für eine Weile ruhig verhält. Verstanden? Hallo, Miss Kincaid. Mein Name ist Alfred de Valois, Musikkritiker. Womit kann ich Ihnen helfen? Ich habe kürzlich einen sehr talentierten jungen Musiker entdeckt und ihn der Karst-Stiftung für den Nachwuchsmusikerpreis vorgeschlagen. Darf ich Sie einladen, sich ihn mit mir gemeinsam heute Abend anzusehen? Ich bin zwar Reporterin, Monsieur, aber ich schreibe keine Klatschkolumnen. Oh, ich dachte, Sie seien an allen Informationen über Mr. Karst interessiert. Wie meinen Sie das? Heute Abend um 8 Uhr in der Bar zum Grünen Stern. Ich erwarte Sie dort, Miss Kincaid. Bis nachher. Max, weißt du, wo die Bar zum Grünen Stern ist? Ja, das ist so ein Club in einem runtergekommenen Viertel. Bambino, das muss der Musiker sein, von dem er sprach. Was sucht ein Kritiker wie Valois in so einem Schuppen? Ich bin immer da, wo die Musik spielt, Miss Kincaid. Oh, Monsieur de Valois, ich... Lupin! Zu Ihren Diensten. Hallo, mein Freund. Sie sind doch wohl nicht wegen dieses Musikers hier, oder? Oh doch, als der gefeierte Kritiker Alfred de Valois werde ich Bambino für den Preis der Karst-Stiftung vorschlagen. Und meine Rolle in der Sache? Sie sind Reporterin. Schießen Sie einfach ein paar Fotos, so wirkt es viel echter. Tja, bei Ihnen klingt alles so einfach. Hallo, Mr. Karst. Ich bin es, Gila. Darum stören Sie mich so spät am Abend. Na, wegen dieser Reporterin, Kelly Kincaid. Sie ist hier in der Bar. Was? Der Musikkritiker, der für die Stiftung arbeitet, Alfred de Valois, hat sie hier angeschleppt. Lass dir was einfallen, wie du sie schnell wieder los wirst, ohne dass sie fotografiert. Ja, Mr. Karst. Was für ein Trottel, dieser Valois. Gute Musiker gibt's überall, bloß nicht im Grünen Stern. Nicht. Kommen Sie rüber, Kelly, schnell! Seid spät dran. Der Frachter wird jeden Moment anlegen. Wir hatten ein kleines Problem. Wer ist das? Den Jungen haben wir beim Schnüffeln erwischt. Wir befassen uns später mit ihm. Der Boss hat beschlossen, die ganze Sache abzublasen. Es gibt gerade zu viel Gerede über den Grünen Stern. Und was passiert mit dem Schiff? Wir werden die Ladung löschen, fein säuberlich wegpacken und dann verschwinden. Werden wir die Lieferung der Blüten jetzt absagen? Nein, geliefert wird morgen Nacht. Schaffst du es bis dahin, Jules? Ja, ich denke schon. Perfekt. An die Arbeit, Jungs, da kommt der Frachter.
Gila, was wollen wir denn überhaupt ausladen? Na, was denkst du? Lumpen natürlich, oder dachtest du etwa an Bonbons? Los, hol den Kahn, Paolo, das Schiff liegt an. Warum laden wir dauernd Lumpen aus? Was wollen wir denn damit? Na, überleg doch mal, daraus macht man Papier, du Blitzmerker. Ach ja. Und wofür brauchen wir Papier? Ja. Na, für die Blütendiesel, für falsche Banknoten. Reg dich nicht auf, man wird doch mal fragen dürfen, oder? Schaut aufs Wasser, wo sie auftauchen. Lupin ist also weg von der Bildfläche. Das Leben ohne ihn wird langweilig werden. Auf Ihren Erfolg, meine Herren, und eine goldene Zukunft ohne den Störenfried Lupin. Ich habe den Eindruck, dass Simon Javel es nicht mag, fotografiert zu werden. Kann man ihr nicht übel nehmen bei so einem Gesicht. Sie sind ein richtiger Gentleman. Erinnert Sie dieses Gesicht nicht an irgendjemanden? Wann immer ich so eine Frau treffe, versuche ich sie so schnell wie möglich zu vergessen. Aber es stimmt, das Gesicht erinnert mich an jemanden. Wir sollten mal einen Blick in die Fotokartei der Polizei werfen. Aber zuerst habe ich noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Sicher ist das gesund, Kelly, aber ich hätte lieber einen heißen Kaffee. Kaffee ist ungesund für Kinder, Max. Trink schon aus, dann geht es dir besser. Aber Max, sogar die Kriminalpolizei trinkt es gern. Nicht wahr, Inspektor Ganimard? Ja, natürlich, natürlich. Meine Bewunderung, Miss Kincaid. Ich habe noch nie einen solch köstlichen Karottensaft getrunken. Nun bleiben Sie mal auf dem Teppich, Sergeant. Max, kannst du uns die Kerle näher beschreiben? Tut mir leid, Inspekteur, aber dafür war es einfach schon zu dunkel. Worauf warten Sie noch, Sergeant? Machen Sie auf! Ein Päckchen für Sie, Miss Kincaid? Sie erlauben doch, dass ich es für Sie öffne? Für Miss Kincaid in aufrichtiger Bewunderung Arsène Lupin. Wie süß von ihm. Zum Donnerwetter! Wer hat Ihnen erlaubt, das Päckchen zu öffnen? Sind Sie verrückt? Es hätte eine Bombe sein können, dann wären wir alle in die Luft geflogen. Oh mein Gott, daran habe ich gar nicht gedacht, Inspekteur. Oh nein, ich glaube, mir wird schlecht. Woher wusste Lupin eigentlich, was mit Ihnen und Ihrer Kamera geschehen ist? Miss Kincaid. Keine Ahnung, Inspektor. Merkwürdig, aber eins ist klar, Lupin war gestern auch im grünen Stern. Und dort werde ich mich jetzt mal umsehen. Und Ihr Kollege bleibt hier? Meine Güte, den hätte ich jetzt glatt vergessen. Aufwachen, Sergeant. Wiedersehen, Miss Kincaid. Und dir, Max, gute Besserung. Immer was los im grünen Stern. Genau nach Lupins Plan, Max. Die Bar ist geschlossen, meine Herren. Inspekteur Ganimard, guten Tag. Was kann ich für Sie tun, Inspekteur? Sind Sie die Besitzerin? Ja, die bin ich. Wir möchten Ihnen gern zu den Vorgängen gestern Nacht ein paar Fragen stellen. Guten Tag, Miss Bonnet. Ich bin Inspekteur Ganimard und das ist mein Kollege Inspektor Brown. Guten Tag. Wir brauchen die Unterlagen ab 1927, geht das? Auf dem Regal, dort drüben. Aber seien Sie gewarnt, wir schließen pünktlich um 6 Uhr. Ah, gut. Oh, es freut mich, dass es heutzutage noch so charmante Damen gibt, die Wert auf Pünktlichkeit legen. Oh.
Hallo, Gila, Simon. Die Polizei fahndet nach Lupin und das riecht nach Ärger. Sollen Sie nur. Wir werden Ihnen einen Lupin liefern. Dann lassen Sie uns in Ruhe. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Los, geh ran. Ja, bitte? Ich bin's, Gila. Gib mir den Mann aus Marseille. Es ist Gila. Ja, was gibt es denn? Etwa eine Planänderung? Marakel, wir werden die Sache ein bisschen beschleunigen. Die Lieferung geht morgen Nacht über die Bühne. Kannst du schon heute den Nachtzug nach Paris nehmen? Das ist gar kein Problem. Also dann bis morgen. Sehen Sie mal hier. Ich glaube, ich habe was gefunden. Geheime Dokumente auf mysteriöse Weise aus der Nationalbank verschwunden. Ginette Grappin, Privatsekretärin des Bankdirektors, und ihr Ehemann Jules Grappin, Buchhalter der Bank, sind ebenfalls verschwunden. Simon scheint seit damals etwas zugenommen zu haben. Und die dunklen Haare stehen ihr einfach besser. Grognard, hier steht noch mehr. Die Grappins sollen in Marseille gesehen worden sein. Ihr genauer Aufenthaltsort ist unbekannt. Kriminelle Kreise sollen den Unterschlupf organisiert haben. Sieh an, es gibt sogar ein hübsches Foto von dem Mann aus Marseille. Igitt, was für ein schmieriger Typ. Gehen wir, Gronja, die Zeit drängt. Wir müssen leider gehen. Auf ein baldiges Wiedersehen, Miss Bonnet. Ich wusste gar nicht, dass Sie eine Vorliebe für ältere Damen haben. Ach, ich weniger, aber vielleicht Inspekteur Ganimard. Raus jetzt, wir haben geschlossen. Muss das sein? Nur ein Bier. Kommt schon, alles raus, nee, wir machen zu. Aber es ist doch noch so früh. Wenn ich in 2 Stunden nicht zurück bin, verständigst du Lupin. Warum nimmst du mich nicht mit, Kelly? Max, jetzt bitte keine Diskussion. Tu einfach, was ich dir sage. Ronja, hier spricht Max. Ich bin im grünen Stern. Kelly ist verschwunden. Leihen Sie mir Ihren Pulli? Witzig, wirklich sehr witzig. Wohin fahren wir? Zur Papierfabrik am Kanal. Was wird mit Kelly? Erinnerst du dich noch an den Straßenschacht? Ja, na klar. Und was hat das mit dem grünen Stern zu tun? Sehr viel. Es gibt einen unterirdischen Tunnel, der beide verbindet. Und ich habe die Vermutung, dass wir Kelly dort finden werden. Sie schon wieder. Wo habt ihr sie gefunden? Hier im Tunnel. War sie allein? Ja, ich glaube schon. Was machen wir jetzt denn hier? Erstmal lassen wir sie hier. Wir kümmern uns um sie, wenn wir das Geld geliefert haben. Und jetzt ein bisschen Beeilung. Wie sieht's aus, Jules? Die Blüten werden in ein paar Stunden fertig sein. Ausgezeichnet. Eins noch, der Übergabeort hat sich geändert. Wir treffen uns auf dem Schrottplatz unten bei den Docks in Gennevilliers. Der Kerl in Marseille weiß Bescheid? Ja, er wird morgen früh am Bahnhof sein. Was wird mit Kelly? Zuerst muss ich mich um den Mann aus Marseille kümmern. Mach dir keine Sorgen, sie werden Kelly nichts tun. Aber für dich wird es Zeit, ins Bett zu gehen. Aber ich bin überhaupt noch nicht müde. Max, wenn Kelly wüsste, dass ich dich nachts durch die Kanalisation spazieren lasse, wäre sie sicher sehr böse auf mich. Willkommen in Paris. Ihr Wagen wartet schon. Du warst aber doch gar nicht geplant. Simon bat mich, sie abzuholen. Tatsächlich? Wie nett von ihr. Und jetzt machen wir ein kleines Nickerchen.
Leg sie auf das Band. Aber Ihr Geschenk kann ich nun wirklich nicht annehmen. Aber, Madame! Ich gebe die Kiste zurück. Und bitte in Zukunft keine weiteren Vertraulichkeiten. Der Mann aus Marseille? Wenn Sie auch die anderen Mitglieder der Bande verhaften wollen, werden Sie das heute um Mitternacht auf dem Schrottplatz bei den Docks von Gennevilliers tun können. Mit freundlichen Grüßen, Arsène Lupin. PS, für die Kiste hatte ich leider keine passende Schleife. Ach, beruhigen Sie sich, Inspekteur. Ich bin ruhig, sehr ruhig. Binden Sie den Mann los, Sergeant. Was für ein gruseliger Ort. Wir sollten schnell ein Versteck finden. Sie könnten jede Minute hier sein. Wie wär's denn da drin? Dort haben wir den besten Überblick. Oh, ist das eine Luft hier? Psst, da kommt ein Wagen. Fang ja nicht an zu flöten, Diesel. Du weißt, wie ich das hasse. Aber das entspannt mich, Gila. Und mir geht es auf die Nerven. Da kommt er. Guten Abend. Habt ihr die Ware dabei? Hier, im Aktenkoffer. Fabelhaft. Einen Moment noch. Zuerst das echte Geld. Natürlich. Kommt sofort. Die schönen Blüten, holt sie zurück! Machen Sie sich keine Sorgen, Ihr Aktenkoffer ist in guten Händen. Das ist ja Lupin! Bitte schön, Inspekteure, die gefälschten Banknoten aus der Druckerei von Jules und Simon Grappin. Bis bald und grüßen Sie mir die bezaubernde Madame Bonnet. Meine Damen und Herren, willkommen zur Preisverleihung der Karst-Stiftung. Es ist mir eine große Ehre, Ihnen den Gewinner vorzustellen. Der Preis geht dieses Jahr an einen jungen Musiker, den Gitarristen Bambino. Aber zuerst einmal wollen wir Alfred de Valois begrüßen, der meine Stiftung zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Ich möchte einem Mann danken, der es heute ermöglicht hat, dass Bambino hier spielen kann. Dieser Mann ist Inspekteur Ganimard. Seine brillante kriminalistische Arbeit hat ihn Tag gerettet. Oh. Und jetzt genießen wir die Musik. Was macht ihr zwei denn hier? Eure Stümpereien kosten mich ein Vermögen. Lassen Sie mich doch erklären. Raus jetzt!
Und lasst euch hier ja nicht mehr blicken, bevor ihr Lippe erledigt habt. Ich wusste gar nicht, dass Sie so an Kunst interessiert sind, Arsène. Tja, man darf Arsène Lupin eben nie unterschätzen. Du weißt ja, er steckt voller Überraschungen. Das hätte ich nicht besser sagen können.